funktionieren Poolsolare. Der Kunststoffabsorber nimmt die Energie von der Sonnenwärme auf und erwärmt das durchfließende Beckenwasser. Lohnt es sich, Poolsolare zu installieren? Die Entscheidung über Solarkollektoren oder Solarzellen zu installieren erfordert besondere Überlegungen. Eine solche Lösung hat ihre Vor- und Nachteile. Die Energie der Sonne ist völlig umsonst, aber das Wasser im Pool erwärmt sich unter der Bedingung, dass die Sonne scheint. Die Anzahl der sonnigen Tage in unserem Land ist jedoch sehr gering und man kann einen kontraproduktiven Effekt erzielen. Das heißt, das Wasser kühlt ab. Poolwasser erwärmen mit Hilfe von Solarenergie oder Solarkollektoren? Der Wärmeaustausch der Sonnenkollektoren findet in einem Wärmetauscher statt, wo die Flüssigkeit, die durch die Kollektoren fließt, Wärme an das Poolwasser abgibt. Im Fall von Poolsolaren wird die Wärme direkt ins Poolwasser abgegeben. Poolwasser erwärmen, Wärmepumpe oder Poolsolare. Eine Wärmepumpe ist definitiv eine bessere Form der Wassererwärmung im Pool. Die Poolsolare wärmen das Poolwasser, indem sie die Sonnenwärme verwenden. An wolkigen Tagen kann sich das Wasser jedoch abkühlen. Die Wärmepumpe wärmt das Wasser auf, unabhängig von der Sonneneinstrahlung.